Es gibt tolle Neuigkeiten für alle Spieler, die sich neue Inhalte für Babys wünschen. Mit dem neuesten Blog-Eintrag im offiziellen Sims-Forum wurden einige neue interessante Inhalte zum kommenden Schickmich-Strick-Accessoire-Pack geteilt. Alles dazu in dieser Short News. Zuallererst wurde nochmal auf das neue Stricken-Gameplay eingegangen. Hier seht ihr einen der neuen Strickkörbe im Spiel, welche hauptsächlich im Inventar der Sims getragen werden sollen, damit die Sims jederzeit überall stricken können. Wenn ihr ein neues Strickprojekt anfangen wollt, müsst ihr immer einen kleinen Geldbetrag für die Wolle zahlen. Auch Kinder können stricken. So wie es aussieht, werden Haustiere ebenfalls mit den Körben interagieren können. Das Stricken besteht ebenfalls aus einer neuen Fähigkeit mit 10 Leveln. Zuerst beginnen die Sims mit Socken und Mützen, können aber später auch größere Projekte anfertigen. Es kann aber auch passieren, dass eure Sims einen Fehler machen und damit dann das Objekt nicht, wie es eigentlich geplant war, fertig wird. Wenn ihr mit eurer Fähigkeit weiter aufsteigt, wird es aber ebenfalls auch möglich sein, anderen Sims das Stricken beizubringen. Auch ein neues Strickbestreben und Strickmerkmal wird im Spiel bereitstehen. Das vielleicht aber überraschendste Feature: erstmals wird es in The Sims 4 möglich sein, nicht nur für Kleinkinder, sondern auch für Babys Ganzkörper-Outfits zu stricken. Somit könnt ihr jetzt auch die kleinste Altersstufe mit ein paar neuen Outfits ausstatten und etwas nach euren Wünschen anpassen. Ich kann mir auch vorstellen, dass in zukünftigen Packs ebenfalls neue Outfits für Babys hinzukommen werden, auch wenn ein richtig großes Update für die kleinen Schreihälse natürlich noch besser wäre. Was denkt ihr über die neuen Infos? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.